Willkommen zurück bei Let's Play Splatterhouse, dem Spiel mit genügend Splatter für alle Leute. Ja, ist natürlich schön, wenn die Welt nur eine große Bedrohung hat und nicht zig Millionen. Wie wär's mit mehr Würmer für mich? Ha, keine Ahnung, dann eben nicht. Auf die Achterbahn? Okay, auf die Achterbahn, warum auch nicht? Oh, oh. Yummy. Krieg ich gleich Hunger. Nett. Ah, was nehme ich denn? F2? F2? Ne? Keine Ahnung. Ne, gerade welche nur Angriff. Vom Feuer, verdammt nochmal. R1 war's, okay. Schon lange her, dass ich meine Kettensäge in der Hand hatte. Yeah. Ja, lauft nur davon. Ihr verblutet eh. Zick, zick. Na, na, ach so, du da. Ach, du spuckst aber Feuer und ich komme gerade nicht gut ran. Also, mir gefällt's. Und sie lachen. Also denen muss es auch gefallen, in zwei Teile geteilt zu werden. Warum ist das nicht im realen Leben so? Na? Na? Nichts mehr? Ende? Aus? Finito? Scheinbar? Schade eigentlich. Dann aber nein. Okay. Nicht durch die Tür. Nicht durch die Tür. Okay. Ach so. Und das hat mir jetzt was gebracht. Ach so, eine neue Wahl. Wie wär's mit der Kettensäge? Nichts geht über die gute alten Kettensägen. Ha. Na, mehr Gegner, mehr Blut, mehr alles. Na 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 na. Ich sehe schon kommen, am Ende habe ich nur noch eine Machete. Uah. Was will ich denn mit einer Machete, wenn ich eine Kettensäge haben kann, die so schön zerteilt? Entwickler, ihr hättet da drei Kettensägen hinlegen sollen. Drei Stück. Eins für abends, eins für morgens und eins fürs Mittagessen. Ich meine ja nur, das wäre lecker gewesen. Aber so ist es auch okay. Na, kommt noch was? Na, irgendwas? Nein? Enemenemu. Enemenemüsse, das Roboter in der Kiste. Enemenem weg. Und du bist weg. Aha. Ja, aber jetzt ist das Mädchen drin. Ja, okay. Da waren definitiv Würmer drunter.
Mit Betonung auf Waren. Ja, nimm das Ding mal mit. Was damit? Nein. Du. Ein weiterer Schnipsel. Ja, platziert diese Schnipsel. Warum ist. Ohne Kettensäge geht die Welt doch echt zugrunde hier. Keine Schatten Rex, 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 wehe. Wehe. Schlechte Erinnerung. You. Ich hab schon mal anders überlegt, ich gehe wieder nach Hause. Ich habe das Gefühl, dass Jennifer nochmal irgendwann ein Endgegner ist. Aber momentan googelt das nur schön. Ah. Was mit dir? Schnauze. Na, kann ich nicht backen? Hihi, ich kann's backen. Oh! Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Such das Richtige. Na, so ist viel lustiger. Na, 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 na. Du hast gar nichts. Ah. Wer hätte das gedacht? Nun ja, was soll ich sagen? Es gibt Punkte. Und Punkte sind gut. Was hat das Ding gesagt? Keine Ahnung. Aber da liegt. Oder? Doch, da liegt ein Schnipsel. Haha. Seht ihr, selbst die falschen Entscheidungen sind die richtigen Entscheidungen. Hier in Splatterhouse. Waren das nicht? Hier aber schon. Tötet keine Menschen. Definitiv die falsche. Aber. Blut ist Blut. Ja, halt die Klappe, Schlampe. Jetzt komm schon. Und unser Blut läuft bald über. Das wäre wahrscheinlich ungut. Oder es ist völlig egal. Kann auch sein. Was haben wir denn hier? Mehr Reichweite wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Egal. Sieht gut aus, nehmen wir. Was hiermit? Kann ich nicht nehmen. Sieht aber gut aus. Splatter Schreier. Halt ab nochmal. Rick, he's hurting me. You pussy. Der Spiegel ist nicht zerbrochen. Er ist verschwunden. Das ist ein besserer Spiegel als der andere Spiegel. Ach. Okay. Leichter Fehler meiner Meinung nach, aber gut, egal. Was, ich habe nur noch begrenzte Zeit? Hä? Hä? Was soll jetzt passieren? Da ging dann doch mein Arm flöten. Und der Rest von mir beinahe auch. Oh Mann. Moins. Rick, I trusted you. Dann nimm da lang. Sag ich ja. Stacheln. Ich schwör, kommt hier einmal ein Schatten, Rick, schrei ich. Naja, nein, aber. Aha. Ja, so würde ich da auch durchgehen, naja. Well, we took a wrong turn. Let's double back. Was? Ach, ich wusste es. Ich hab's gewusst! Ja, warum? Warum?
Warum musste ich es wissen? Aha. Ah ja. The silver side of the mirror. It's so cold. Hihi. Scheibenkleister, aua. Achso, ja, ich hab noch meinen eigenen Arm als Waffe. Haha. Gut, dass ich wenigstens irgendwas als Waffe hier habe. So, voll geheilt, sehr gut. Autsch. Autsch. Meine inneren Dämonen ist also nicht wirklich bedrohlich. Da war Biggie Mann schlimmer. Und er hat einen Pussy-Namen. Autsch, autsch. Das ist nicht peinlich. Zehn. War das schon mein Dämon? Das ging ja noch, das war ja doch erträglich. Ah, die Musik gefällt mir. Ach, ihr seid doch scheiße. Also jetzt sind die Baby-Varianten, weil sie mit einem Schlag sterben? Finde ich gut. Oh ja. Lasset Körperteile regnen. Na, ich glaube, ich gewinne, schwer zu sagen. Ich drücke einfach mal rapide auf den Viereckknopf. Irgendwas wird schon passieren. Wow. Ja. Sachen werden fliegen. Na. Oh, fuck. Kackte Kacke. Sozusagen. Er kann auch diese schönen Attacken, das ist natürlich nicht gut für mich. Oh, no. Er hat doch rot geleuchtet, er hätte ich was tun können. Autsch. Autsch. Reicht's jetzt? Wie viele Dämonen hast du eigentlich? Lass mich raten, der geht in den... Warum, oh, Mann? Warum muss ich immer recht haben? Warum müssen da noch Kleine kommen? Ja, nee, ist klar. Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Das wird's, glaube ich, in einem Tod enden, meinerseits. Danke. Oder auch nicht. Und Geschnitze. Gut. Puh. Autsch. Immer noch Autsch. Weniger Autsch. Mehr Autsch. Geht doch. Könnte man jetzt so einen Spruch bringen, aller, warum haust du dich selbst? Warum haust du dich selbst? Ich glaube ja. Warum haust du dich selbst, Rick? Warum haust du dich selbst? There's a whole shitload of 7 years bad luck coming your way. Another eclipse. The third of 5 eclipses. Different times, different places. Lining up one by one like the tumblers in a combination lock. The ritual decrees that blood be let. In the shadow of each eclipse. With the blood of a virgin? Hardly, Rick. Hardly.
Ja, doch, das kam jetzt sehr gut, das Blut der Jungfrau. Was haben wir denn da? Oh, Survival Arena, Achterbahn des Todes. Oh, und Splatterhouse 3. Und Narzisse in Trümmern. Und sowieso. Und, oh yeah, so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei irgendeinem Level, weil wir den Namen noch nicht kennen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.